Der Friede Gottes sei mit euch. Amen. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Ich grüße Sie herzlich aus der Kirche in Gosfelden mit dem Tagesspruch für Gründonnerstag. Gründonnerstag, Einsetzung des heiligen Abendmahles. Wir hören die Lesung zum Gründonnerstag aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe, sagt Paulus. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Amen. Liebe Gemeinde, die Worte, die ich eben gelesen habe, kennen wohl viele von uns auswendig. Zu seinem Gedächtnis. Wenn wir miteinander Abendmahl feiern, tun wir das zur Erinnerung an Jesus. Vielleicht mag das heute noch deutlicher werden, wenn wir nicht miteinander Brot brechen und den Wein teilen, sondern jeder und jede für sich allein ist. Wir erinnern uns an einen, den wir eigentlich nur vom Hörensagen kennen. Aber im Abendmahl soll aus dem Hören und Sagen etwas anderes werden. Ein Schmecken, ein Einverleiben. Und daraus entsteht Gemeinschaft. Der Geschmack von Brot und Wein bringt mir jenen letzten Abend vor Jesu Tod näher. Ob die Jünger etwas verstanden hatten, als sie ihr Brotstück empfingen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Als sie aus diesem Becher tranken, den Jesus herumreichte mit den Worten: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, so oft ihr daraus trinkt, tut das zu meinem Gedächtnis. Wie mag den Jüngern zumute gewesen sein? Wir wissen, wie es weitergegangen ist. Und dennoch befällt mich immer wieder eine Spannung. Wir wissen um den Karfreitag, aber eben auch um Jesu Auferstehung. Aber wir können Ostern nicht feiern, ohne vorher den Tod Jesu zu verkündigen, indem wir von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken. Zu seinem Gedächtnis. Woran denken Sie, wenn Sie Brot brechen, essen, schneiden? Vor einigen Tagen las ich Folgendes. Als es im Krieg Essen nur noch auf Lebensmittelkarten gab, wollte Großmutter, weil sie Halbjüdin war und deshalb keine Karten bekam, sich töten, damit die anderen Familienmitglieder nichts
von ihrer Ration abgeben mussten. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer, der heute vor 75 Jahren hingerichtet wurde. Er schreibt davon, wie wichtig ihm die Erinnerung an die Abendmahlsgemeinschaft mit seiner Familie war. Ich erinnere mich an die Tischabendmahle hier in unserer Gemeinde und auch an ein Abendmahl am Krankenbett eines sterbenden guten Freundes. Wie dankbar war er dafür, dass er noch einmal zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern erfahren konnte, wie sehr ihn Brot und Wein gestärkt hatte im Zugehen auf den Tod. Ich bleibe an dem für dich hängen. Leib Christi für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Was heißt das für mich? Natürlich musste Jesus sterben, so wie jeder andere auch. Das gehört zum Menschsein dazu. Stellvertretend für uns gestorben heißt für mich, durch Jesu Tod und vor allem dadurch, dass er nicht im Tod geblieben ist, ist der Weg zu Gott offen. Menschen, die miteinander das heilige Abendmahl feiern, wissen darum. Wissen, dass wir alles, was uns auf der Seele liegt, an Schuld, an Lieblosigkeit, an Angst und Sorgen vor Gott bringen können. Alles, was ich ehrlichen Herzens aussprechen und abgeben kann, macht mich frei. Wenn ich an Gründonnerstag und Karfreitag denke, dann gibt es nichts schön zu reden oder zu verharmlosen. Wir tun uns ja meist schwer damit, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber es ist wohl so, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich für andere opfern, damit wir leben können. Aktuell denke ich an das Pflegepersonal und an Ärzte, die an ihre Grenzen kommen, damit Menschen, die auf Intensivpflege angewiesen sind, eine Chance zum Überleben bekommen. Und so mancher Arzt musste dafür sein Leben lassen. Ich denke an einen italienischen Corona-infizierten Pater, der das für ihn notwendige Beatmungsgerät einem Jüngeren zur Verfügung stellte. Der Pater verstarb, dafür kann der jüngere Mann weiterleben. Ich denke heute am 9. April auch an Bonhoeffer, der wegen seines Kampfes gegen das Naziregime sein Leben lassen musste. Unsere menschlichen Zeugnisse und Taten der Hingabe, des Opfers können viel bewirken. Sie können Überleben sichern, für gerechtere Zustände sorgen, anderen Mut machen. Jesu Hingabe bewirkt noch mehr. Sie ermöglicht nicht nur das Überleben in dieser Welt, sondern ein Leben mit Gott. Schon jetzt hier und einst einmal in dem, was wir ewiges Leben nennen. Lassen wir uns durch die Erinnerung an Brot und Wein hineinnehmen in die Gemeinschaft derer, die ihr Leben an Jesus Christus ausrichten. Amen.
Lasst uns beten. Gott, unbegreiflich ist deine Liebe zu uns. Deine Liebe zu uns will unsere Ängste lösen. Deine Liebe kann uns Mut machen, den sicheren Stand aufzugeben und Neues zu wagen. Deine Liebe kann uns die Augen öffnen, auch die Nöte der anderen zu sehen. Lass uns diese Liebe in Brot und Wein und in der Gemeinschaft mit den anderen spüren, auch wenn wir momentan nur in Gedanken untereinander verbunden sind. Das bitten wir dich im Namen Jesu Christi, der mit dir lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehet hin im Frieden des Herrn. Gott segne dich und Gott behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.